Herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Channel, Leute, und heute schauen wir uns ein sehr, sehr besonderes Auto an. Audi Q8 e-tron in der Dakar Edition. Das Auto ist limitiert auf 1000 Einheiten. Wir haben nicht allzu viel Zeit, deswegen schauen wir uns mal ganz genau an, was hier im Unterschied, denn das Fahrzeug, die Basis vom Fahrzeug, ist ein Audi Q8 e-tron 55 und dann schauen wir uns mal an, was hier abgeändert wurde. Punkt Nummer 1 ist direkt mal hier an der Front. Und zwar haben wir einen komplett schwarzen Single Frame. Ist serienmäßig, finde ich mega cool. Und was halt auch wirklich sehr, sehr cool ist, das ganze Fahrzeug ist hier in schwarz. Nennt sich übrigens, um genau zu sein, Mythos Schwarz. Und ihr seht schon, wir haben hier noch diese Folie so matt schwarz. Haben hier natürlich nochmal schön die Audi-Ringe. Und generell erinnert das Fahrzeug natürlich an die Dakar Rally, wo Audi auch mitfährt. Und wenn wir dann direkt hier weiter nochmal zur Seite gehen, sehen wir hier noch einmal. Und zwar ist das hier quasi die Verbreiterung vom Audi SQ8 e-tron. Sieht nochmal ein bisschen breiter aus, finde ich richtig schick. Und dann kommen wir auch schon zu einem meiner Highlights. Hier quasi diese ganze Folierung nochmal mit matten Elementen. Hebt das Ganze nochmal ein bisschen raus. Finde ich richtig, richtig cool. Und was ich auch sehr, sehr cool finde, generell kennen wir ja diese Dakar Edition zum Beispiel vom Porsche 911 oder der Huracan, den gibt es auch in einer Offroad-Variante, nennt sich Sterrato. Aber der Q8 e-tron ist da, wenn wir einmal schön hier drauf drücken, quasi Alleinstellungsmerkmal, denn der ist vollelektrisch. Ist natürlich super, denn wenn wir mal eine sehr hohe Steigung haben, da ist das direkte Drehmoment doch sehr, sehr hilfreich. Bevor wir jetzt hier ein bisschen näher drauf eingehen, das ist nämlich immer mit dabei, aber der Reifen ist quasi nicht Pflicht. Könnt ihr euch auch anderes Equipment obendrauf mitkonfigurieren. Springen wir einmal kurz in den Innenraum, denn da gibt es auch eine ganz coole Neuerung. So, wir sind jetzt hier im Interieur angekommen. Kennt man so tatsächlich, ist eigentlich alles Serie, wie auch beim normalen Audi Q8 e-tron. Aber was ganz cool ist, wir haben hier quasi diese Neigungsanzeige mit dazu bekommen. Ist natürlich im Gelände bei Offroad-Situationen sehr, sehr hilfreich. Und da sieht man hier richtig schön die ganzen Winkel von den jeweiligen Fahrzeugperspektiven. Ist hilfreich, finde ich sehr, sehr nice. Wir springen raus, Leute, check nochmal das Heck ab. So, und dann gibt es hier tatsächlich auch noch eins meiner Highlights. Denn ihr seht, richtig schön, wird dann quasi hier nochmal auf den Boden projiziert. Edition Dakar. Ist klein, aber fein, finde ich wirklich cool. Jetzt springen wir aber wirklich zum Heck, Freunde. Und da sehen wir, hier hat sich optisch nicht wirklich viel verändert. Aber man sieht hier halt nochmal richtig schön, dass wir quasi die 70 mm mehr Bodenfreiheit haben. Der ist einfach nochmal ein bisschen aufgestockter, ist dafür fürs Offroad viel, viel besser. Und natürlich auch nochmal hier schön diese mattschwarze Folie, die Audi-Ringe auch hier in schwarz. Aber Leute, jetzt gibt es nochmal richtig schöne Aufnahmen. Genießt den Rest des Videos. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.